Willkommen zu einer weiteren Folge Vorzem oder Sport 7. Schaurennen ist heute an der Tagesordnung. Die Frage ist nur, was? Aston Martin gegen GTR LM Nismo. Ach ja. Highspeed Chase. Alles klar, hat mich überzeugt. Basically is associated with racing or being on the track. If you're a performance brand, there's no point going racing if you're not winning. Alles klar. Ankunft Suzuka Circuit Weststrecke. Hier wird nicht im Osten gefahren, nur im Westen. Ich glaube, eine Oststrecke gibt es hier auch gar nicht. Oder? Doch klar, gibt auch die Oststrecke. Nur die S's und dann geht es direkt wieder zurück auf Start und Ziel. Stimmt. Werden sie Erster. Alles klar. Was stand da? Geh nochmal weiter. Mal dann weg da. Hochgeschwindigkeitsverfolgung Nissan Skyline? Also ich sehe ja viel, aber kein Skyline. Wo ist denn hier ein Skyline? Ah. Da sehe ich ein paar Nissan Skylines. Zumindest zwei. Weil der GTR 17, der heißt nicht mehr Skyline. Naja, ist ja auch egal. Komm. Also wir müssen die auf jeden Fall überholen. Wahrscheinlich werden wir wieder versetzt starten. So mit dem Handicap von 1000 Runden Rückstand. Und ich habe gerade endlich mal in die Aufnahme reingeguckt. In der Aufnahme ruckelt das gar nicht so stark. Bis gar nicht, wie ich das hier sehe. Also das ist sehr gut. Nur mich nervt es halt ein bisschen. Naja, ach komm, ich muss 33 Minuten warten. Da ist ein Skyline. Das da ist keiner und das auch keiner. Jo. Wieso Vorsicht, hä? Komm, fahr los jetzt. Okay. Okay, okay, alles cool. Oh, shit. Ich war schon wieder auf der Gesamtstrecke. Ich wollte jetzt eine Schikane fahren. Das ist so... Ich komme gerade mit dem Auto nicht klar. Boah. Moment. Das ist... Ich komme überhaupt nicht klar gerade. Alter, ich komme... Bremst die Karre auch? Ich muss in der Kurve schon bremsen. Ja, muss ich. Okay, alles klar. Jetzt Gas, nein, doch noch nicht jetzt Gas. Ach so, Moment, hä? Ach ja, eine Runde, scheiße. Ich war gerade kurz überlegen, hä? Warte mal, ich krieg die jetzt alle auf der Geraden? Dafür, dass ich so viel Scheiße gebaut habe? Ich bin letzter geworden. Mit 70.000, ja, okay, das war schon mal nichts. Das starten wir nochmal neu. Ich muss einfach auf den Wagen klarkommen, das war jetzt... Also im Gegensatz zu einem Ford Capri, das ist ja was, logischerweise was ganz anderes. Du musst 3 Kilometer früher bremsen. Der hat so viel Wheelspin einfach nur, aber er bricht, also das Heck ist recht ruhig. Also trotz fehlender Traktionskontrolle natürlich. Ich habe mir das jetzt schlimmer vorgestellt, aber die Dinger haben ja generell verdammt viel Downforce. Zwar nicht so viel wie ein F1-Wagen, logischerweise.
Schön wäre das. Also jetzt muss ich hier 33 Sekunden warten. Ist das euer Scheiß Ernst? Das ist immer das Nervige. Kann man da nicht starten? Keine Ahnung. Sagen wir mal 10 Sekunden. Die ersten fahren dann halt schon mal. Nein, man muss immer warten. Und ich brauche jetzt auch gar nicht sagen, hey, ich schneide das jetzt raus, weil das vergesse ich sowieso. Also warten wir jetzt 18 Sekunden. Vorsicht! So, schon mal vorbereiten. Am besten direkt den dritten schalten, dann geht er eigentlich. Okay, hier habe ich echt meine Probleme. Der Wagen, der rutscht dann einfach weg beim Bremsen quasi. Moment. Oh Gott, was ist das denn für eine Scheiße? Ich krieg die Kurve hier nicht hin, die erste. Nicht rutschen. Okay, das sieht schon mal sehr viel besser aus. Rutscht doch nicht so viel. Okay, den holen wir uns jetzt schon mal. Nicht so weit raus. Nein, das gibt's nicht. Ich war vorne. Ach nö. Ach nö, ich war so safe vorne. Okay. Scheiße. 30.000stel, das will mich doch verarschen. Mann, 30.000stel. Wenn ich jetzt eine Kurve ein bisschen besser rausgekommen, ja, oder irgendwie sowas. Mann, gibt's doch nicht. Nochmal. Wie Strecke wird geladen? Oh, jetzt wieder. Ey, wieder eine halbe Minute warten. Ich glaub's nicht. Boah. Ich glaube, wir schaffen heute in der Folge nur ein Schaurennen. Tut mir leid. Boah, ich brauch mal. Warte mal. Kann man hier. Ah, man kann ja jetzt hier mal so ein bisschen. Ich glaube, ich fahre jetzt mal so. Das gefällt mir schon besser. Was haben wir denn da? TC-Gain, TC-Slip, Anti-Lag, Boost, Full-Trim, Yellow, Full-Used, TV-Gain. Ah ja, ist klar. Der hält der Lenkrad aber auch so ganz vorsichtig, ne? Wenn man mal darauf achtet, wo er seine Finger hat da. Boah, das ist mega verwirrend mit dem Lenkrad. Geht gar nicht.
hin? Das gibt's doch nicht! Ich krieg die ersten paar Kurven, die ersten 1, 2, eigentlich sind es nur 2, die krieg ich nicht hin. Ah, oh, jetzt muss ich wieder so lange warten, das ist so ätzend. Okay, diesmal war es aber nicht ganz so knapp. Es waren 2/10 diesmal. Ah, das ist schon fast langweilig. Ja, weiter, 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 weiter. Ja, interessiert keinen weiter. Ja! Sie setzen sich selbst zu sehr unter Druck. Hä? Schrauben Sie doch etwas am Schwierigkeitsgrad, dann können Sie besser etwas dazulernen. Mann, mir die halt die Fresse, Schwierigkeitsgrad runterstellen. Wo man hier hin, ey? So, fangen wir gar nicht erst an. Entweder wir schaffen es auf der höchsten oder wir schaffen es gar nicht. So einfach ist das. Irgendwann stelle ich ihn eh runter, aber es ist egal. Oh, ja, ja. So, wie viel haben wir denn? So, kurz, ich war kurz abgelenkt. Entschuldigung. Ich kriege dann ja ab und zu doch mal eine WhatsApp-Nachricht. Ja, das ist bei mir zwar sehr, 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 sehr selten, aber dann ab und zu kommen sie doch mal. So im Durchschnitt 2 Nachrichten pro Tag, das kommt ungefähr hin, im Schnitt. Reicht dann aber auch, ne? Jawohl, erstmal dagegen fahren, richtig. Ich bin gerade so ein bisschen neben der Spur. Ich habe auch Hunger, das ist das Problem. Es ist Mittagszeit jetzt. Ey, es kann doch nicht sein, dass dieses Fick-Auto immer ausbricht bei 3 km/h, bei diesem Schritttempo. Ich breche aus. Ich breche auch gleich, aber willst du... Ey, das gibt's nicht! Es bricht! Diese Wichskarre bricht einfach aus. Jetzt bin ich aber deutlich näher dran. Moment, das könnte was werden. Jetzt überhole ich ihn auch definitiv früher. Jetzt halt mich nicht auf. Das könnte was werden. Ich könnte, bitte. Da ist die Ziellinie. Ich komm. Jawohl. Da wurde langsam Zeit, ey. Guck mal, direkt mit 5/10 Vorsprung gewonnen. So, der Wagen gehört jetzt aber auch mir, das ist schon klar, ne? Weil der ist dann sicher ziemlich geil. Jetzt gib schon her die Karre. Meins. Alles meins. Dankeschön. So, das war's? Okay. Alles klar. So, das hebe ich mir nochmal auf. Uns fehlen jetzt noch 7.120 Points, die kriege ich hiermit nicht fertig. Dann machen wir das und danach das und dann sollte es... Oh, da muss ich aber hier alles gewinnen. Weil 6, 7, 2 und ich brauche 7.120. Alles klar. Indycar-Serie. Amerikas ultimative Einsitzermeisterschaft ist die schnellste Rennserie der Welt. Dabei spielt die Aerodynamik eine tragende Rolle, da die Wagen Geschwindigkeiten von bis zu 350 km/h erreichen können, wenn sie nicht gerade Steilwandkurven befahren oder in Überholmanöver verwickelt sind. Moment, die Autos können viel schneller fahren. Die fahren fast 400, die Dinger.
wenn du im Windschatten bist. Ansonsten fahren die 380, wenn nicht 350. So, wir haben ein Auto. Ein Chevy. Wir könnten theoretisch auch ein Chevy nehmen. Ein Honda. Ich würde gerne ein Honda nehmen, ne? Ich weiß nicht warum. Ich würde auf jeden Fall gerne ein Honda nehmen. Das Design ändern war sowieso, ist klar. Ich hätte gern Honda. Jetzt bin ich mal gespannt. Nein. Nein. Boah, das hängt hier wieder so mega. Ist das... Ah ja, da steht der 217 Alonso. Ich war mir gerade nicht sicher, welche Nummer der hatte. Der hatte, klar, die 29. Ich gucke nun trotzdem noch mal ein bisschen weiter. Ferrari, nee. Oh, Montoya 99 ist auch nicht schlecht. Sato 217, der ja gewonnen hat. Das Indy 500. Ja, nee. Alles klar. Natürlich nehmen wir Alonso. Ah, da steht sogar Fernando Alonso dran. Ah, gar nicht gesehen. So, der Wagen geht mir dann so in der Mitte des Rennens hoch. So, wir fahren zuerst in Long Beach. Ja, okay, das ist auch wirklich eine Indycar-Strecke, glaube ich. Müsste ich mal nachgucken. Lass mal die Strecke erstmal laden. 4 Runden? Auf gar keinen Fall. Ja, so, Long Beach, schön. Hast du schön gemacht? Hast du toll gemacht? Jetzt habe ich Schwarzbild. Okay, das Spiel ist nicht abgestürzt. Welch ein Wunder. So, Fahrhilfen. Sup. Was ist extra lang? 13 Runden. Damit kann ich leben. Damit kann ich echt leben. Ich glaube, extra lang ist dann, glaube ich, zu lang. Das müssten dann 13, das ist dann, glaube ich, 26 Runden. Das ist vielleicht ein bisschen viel. 40 Runden. Was ist das denn für ein Unterschied? Nein. Ich fahre keine 40 Runden. Dann machen wir um Oval dann. So, bevor ich das vergesse, tunen. Der berühmte Trick, ja, er hat in Forza 6 immer ganz gut geklappt. Aerodynamik, volle Möhre drauf. Zack. So, wir starten aber erst in der nächsten Folge. Long Beach und dann noch 5 weitere Rennen. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, das wird so geil wie damals in Forza 6. Ich hoffe, dass die Gegner vielleicht einen Ticken stärker sind, weil da haben wir ja eigentlich alles durch und durch gewonnen ohne Probleme. Egal, sehen wir dann. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.